Hi, ich bin Johannes von newgadgets.de und hier bei Longshine. Die haben einen E-Book-Reader, das Shinebook, und das wird jetzt mal vorgestellt. Das ist das Shinebook, ein 174 Gramm schweres Lesegerät. Ich halte das mal in die Kamera. Kann mit 512 MB internen Speicher um die 900 Bücher enthalten. Falls das nicht reicht, erweitert aber mit SD-Karte ab zu 4 GB. Einfach Bücher runterladen mit USB-Anschluss, Mini-USB, anschließend an den PC. Ja. Wir brauchen einen externen Datenträger, Bücher raufladen, einfach so anschauen zum Lesen. Ein paar Bücher schon mal draufgeladen, zum Beispiel Effie Briest von Theodor Fontane. Ja. Auswählen. So. Seite und einfach blättern. Hier unten leichte Steuerung. Einfach so gebrauchen wie lesen. Links zurückblättern. Wenn die Schrift zu klein ist oder meint, eine Brille zu brauchen, braucht man nicht. Ich kann auch die Schriftgröße erstellen. Zack. So, Schriftart kann man ändern. So. Kannst du nach seinen Wünschen. Genau. Kann sich also jedes Buch selber einstellen, wie man es lesen möchte. So. Und die Schriftgröße kann man auch vergrößern. Lesebrille braucht man nicht. Das ist gut. Genau. Und wie man gut auf dem Display erkennen kann, spiegelt es nicht allzu stark. Mhm. Also kann man auch schön im Freien bei Sonnenschein arbeiten. Man kann Sonnenschein lesen. Ja. Interessanter an der Technologie ist, so wie ich das jetzt halte, es blendet nicht in den Augen, es ist E-Ink. Ja. Das Gerät kann man so um die 8000 Seiten lesen, bevor man es wieder aufladen muss. Ja. Wenn ich das jetzt so halte, verbraucht es keinen Strom. Ja, nur beim Umschalten verbraucht es. Genau, genau. Aufladen auch USB-Anschluss, entweder über den Rechner oder direkt nutzt er. Andere Form des Lesen. So. Wie lange hält nochmal der Akku dann? 8000 Seiten. Genau, 8000 Seiten. Das ist auch sehr schön. Mhm. Und wie viel wird das Gerät dann kosten? Das muss nur 280 Euro kosten. 280 Euro, okay. Okay. So, zwischendurch kann man auch Musik hören, Musikfunktionen enthalten. So, ist noch ein Kopfhöreranschluss dabei? Kopfhöreranschluss, ja. Unten dran. Ah, okay. 3,5 mm. Also eine Kopfhöreranschlüsse vom Handy.